Ach Gott, herzliche Ballfreunde. Feierabend in der Bay Arena. Ich glaube, ich bringe denen wirklich kein Glück. Dritte Mal, dass ich da war. Das dritte Mal, dass sie zu Hause verloren haben. Das nimmt historische Ausmaße an, habe ich gelernt. Woran lag's denn? Die Frage stellt man ja dann immer als Reporter. Individuelle Fehler in der Abwehr. Ach ja. Und ein neuer Mann aus England, den ich interviewen durfte, gar nicht so einfach, weil mein Englisch bekanntermaßen schlecht ist. Aber es war lustig. Er hat jede Frage verstanden und immer darauf geantwortet. Aber dieses Chelsea-Englisch ist auch ein spezielles. Das habe ich dann wieder nicht so ganz verstanden. Und was ich da übersetzt habe, ich möchte es gar nicht wissen. Ja, also, das war mein Arbeitstag. Und dann habe ich mich gefreut, dass Schalke wenigstens einen Punkt geholt hat und Terodde dann auch ein Tor geschossen hat in Stuttgart zum 1-1. Muss man, glaube ich, als Schalker mit zufrieden sein. Die spielen jetzt gegen Bochum. Ach ja, und da läuft alles schief. Trainer wollte eigentlich nach Schalke. Das versteht keiner da in Bochum. Und die verlieren dann auch zu Hause gegen Bremen. Und so sieht es ganz schlecht aus für den VfL Bochum. Jetzt hatte ich ja hier in meinem Podcast ganz lauthals verkündet, ich glaube, dass die Bayern kein Spiel verlieren werden in dieser Saison und vom ersten bis zum letzten Spieltag auf Platz 1 stehen würden. Jo, das ist schon mal gründlich schiefgegangen. Verloren haben sie zwar noch kein Spiel, aber im Moment sind sie Dritter. Man glaubt das ja gar nicht. Und ich hatte Christian Streich heute gefragt, wie er das denn so empfindet. Wann war denn der SC Freiburg das letzte Mal Tabellenführer in der Bundesliga? Können Sie sich daran erinnern? Die Antwort lautete, jetzt haben wir erstmal 12 Punkte und das ist unwichtig. Ja, aber, habe ich gesagt, Fußball Deutschland freut sich doch, dass der nette SC Freiburg auf Platz 1 ist. Und Leverkusen, die so viel investiert haben, die so tolle Spieler haben, die so eine tolle Mannschaft haben, kommen nicht so richtig in die Pötte. Bin gespannt, wie das bei Hertha BSC laufen wird. Dann haben sie ein Spiel gegen Brügge am Mittwoch in der Champions League. Und wehe, diese beiden Spiele gehen verloren. Dann würde ich einen sympathischen Menschen verlieren als Gesprächspartner, nämlich Gerardo Seoane. Weil viele Trainer machen dich eigentlich, also mich in dem Fall, verantwortlich dafür, wenn du dreimal da warst und die Mannschaft hat verloren. Nee, es liegt nicht an ihnen, hat er heute mir dann auch im privaten Gespräch nochmal gesagt. Puh, Glück gehabt. Sehr, sehr beruhigend. War noch was? Ich bin ein bisschen außer Atem. Es ist auch warm geworden, schwül geworden. Es soll Gewitter geben hier heute Abend noch in Leverkusen. Wisst ihr was? Ich mache jetzt Feierabend. Wenn noch Werbung verkauft ist, Martin, hängen Sie hinten dran. Ich werbe für meine Bücher, die ich immer im Kofferraum habe. Also wer irgendwann mich trifft und das haben die Bauern früher gemacht, Kartoffeln aus dem Kofferraum verkauft. Ich verkaufe Bücher aus dem Kofferraum. Erlebe nicht einfach nur Spitzenfußball, sondern Spitzenfußball im Doppelpack mit Sky und The Zone. Der Doppelschlag! Hol dir die komplette Bundesliga und die UEFA Champions League live. Jetzt wird's eine richtige Packung! Jetzt Sky und The Zone. Zusammen zum Vorteilspreis ab 38,99 Euro im Monat sichern. Auf sky.de. Herz, Seele, Ball. Wir sehen uns wieder, wenn alles gut geht. Morgen. Das war die Ausgabe für Sonntag. Tschüss. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu. Oh, endlich wechseln wir ins beste Mobilfunknetz der Telekom. Und das sogar besonders günstig, weil wir so viele sind. Bekommen wir da noch neue Handys? Na klar. Denn mit den Magenta-Mobilangeboten spart ihr zusammen richtig. Und bis zum 15.09. gibt's bei den Android-Aktionstagen Smartphones zu Toppreisen. Zum Beispiel das brandneue Google Pixel 6a schon ab 1 Euro. Jetzt bei der Telekom.